Hallo, ihr Lieben, willkommen zu meinem Kanal. Ich bin Jessie. Ich habe seit 2014 Deutsch als mein Studienfach gelernt und jetzt beschäftige ich mich weiter mit meiner Dissertation und also bei der interkulturellen Kommunikation zwischen Deutschland und China. Im ersten Deutschkurs an der Uni hat meine Deutschlehrerin uns gefragt, warum wollen Sie Deutsch lernen? Viele und ich auch haben gesagt, tatsächlich wollen wir Französisch lernen, aber meine Noten reicht nicht. Also bei der Abitur in China, also Gaokao, wenn du das einmal gehört hast. Ja, weltweit wird Französisch als die schönste Sprache der Welt gesehen. Aber nachdem ich so lange mit Deutsch und auch Deutschland beschäftige, habe ich bereits eine Verbindung zu dieser Sprache und auch zu dem Land. Ich könnte jetzt ganz viele Gründe nennen, wenn ich jetzt zurück in den ersten Deutschkurs springe. Aber was denken die normalen Chinesen über das Land? Über das Land, wo ich schon zweimal gelebt habe und so viele schöne Erinnerungen habe und häufig vermisse. Ich habe ein Video von einer YouTuberin auf YouTuber über das Thema geschaut. Dabei hat sie über manche Stereotype und von deutschen sowie bekanntesten deutschen Personen für die Chinesen, also in China, gesprochen. Aber stimmt es oder stimmt das nicht? Natürlich kann ich nicht alle Chinesen danach fragen. Deswegen habe ich mit meinen Familien bei dem letzten Familientreffen darüber gesprochen und darüber diskutiert. Dabei haben wir auch Dumplings gemacht und natürlich auch gegessen. Ich bin jetzt auf dem Weg zu meiner Großmutter, dieses Haus. Und ja, das sind die Häuser von Bienen. Mein Großvater, ja, er hat ganz viele Bienenkästen und er kann selber Honig machen. Deswegen seit meiner Kindheit kann ich ganz kostenlos Honig essen. Es ist ein sehr, sehr altes Gebäude. Nicht so alt, aber ich glaube, seit ich ganz jung, ganz ein Kind ist, gibt es schon dieses Gebäude. Ja, und jetzt bin ich in der Treppe. Heute essen wir Dumplings. Dumplings mit der Füllung von einem Typ von Blume, nämlich Huaihua. Ja, die Blumen sind von meiner Großmutter im Frühling gesammelt und im Kühlschrank bewahrt. Neuer Bürger, schauen Sie, wo wir sind. Die sind meine Großmutter, mein Großvater, mein. Schauen Sie das an. Oh, meine Tante, meine Mutter. Und sie machen jetzt die Tante. <笑><笑>德国吃饺子，也是，他们吃那种方形的饺子，我还吃过一次，皮儿特别厚。人家说嘞，这个怎么能擀圆？就把自己按着。等一下，你擀一下，给他们展示展示。 Wir essen normalerweise Dumplings nur beim Familientreffen, vor allem beim Frühlingsfest, wo alle dabei sind und etwas dafür tun können und sollen. Denn Dumplings machen ist ein sehr, sehr großes Projekt, das vom Teig zur Füllung viele Stunden sowie viele Arbeitskräfte benötigen. Dabei können die Familien auch chatten, quatschen und natürlich auch über Deutschland diskutieren, wie dieses Mal. Pizza gekauft. Es ist die Pizza mit Schrimp. Die stinkt gut und Durian. Sie haben ganz viel Cheese hier. Wir mögen das so sehr. Nach ein paar Minuten kommen auch mein Vater und Onkel und dann beginnen das Diskutieren. 就是想到，说到德国或者德国人，你们会想到啥？就是这个话题。
说到德国的德国人，说到德国一下就想到了德国产品，德国汽车。今年德国这个汽车是不是就很过瘾？我想到的是那个德国人一般都又胖又高。然后那个，你想到整个西方人嘛，你都不光想德国人。我一想到德国，首先想到德国有个大姓的嘞。德国姓的。啊，姓的像巴拿乔斯的。刚刚才刚正说乔斯。好，我又想到就在西安碰见的。你知道那个德国人？人家自己说那是德国人，当时有英语对话了啊，人家那个很热情也很善良，把那个小中国小孩看不见喷泉的那个小孩就假装到自己的肩膀上，让那个小陌生的小孩在自己肩膀上看喷泉。我就觉得一般人做不到啊，是不是？德国细他的发烧那个危害情况应对追，当时德国人后来二十几岁以后向世界道歉，这种会追的态度比较诚恳。德国现在的这个德国制造那全世界应该是领先。德国的这个各种制造业的工艺特别精，全世界上可以说是最严的最严的那种名字，之前也是个最时尚的。德国那个公交车火车整天晚点，动不动就十分钟晚点，甚至我好多同学是会遇见那个啥，就是说的这一站要停车，结果这一站直接过了到下一站才停，把它扔到下一站，或者是直接有时候出事儿，然后就把他们扔到一个荒郊野岭，也不知道是哪个站，然后再找车再往回走吧。还有这种情况呢？德国火车就他们德国人、外国人都喜欢买，都喜欢。走啊！这录像来给你打的。说德国，给人的感觉很不健康，就基因造成的吧。吃汉堡吃的太多了，不注意锻炼，加的那些脂肪、那些酱比较多，是不是也不注意锻炼？你中国老太太吧，不也好多吃老了之后比较胖的人啊，不是，那小孩儿自己都吃，把这几个包完，是，包完那个胖肥胖的概率还是有的。没，德国那个最著名的诗人是谁来？席勒、歌德。席勒是歌德吧？对。你又能背两句？反正我就觉得我去了德国以后，感觉我自己不胖了。德国的机械工艺发达吧，各个工业来说，汽车、发动机啥的，制造精湛。最起码工艺有保证嘛。回去再查查。欧洲国家里头，德国是中国算是比较重视的一个战略伙伴吧。当时德国今年撞向了，然后是从那墨菲尔东的下来，好像说是这个要比对中国的一个说的嘛。要和美国站到这个上一个立场上去了，是吧？意识形态变了今年。就是他们一直是这个意识形态，但是他们之前是觉得那个经济更重要，但是现在会更强调意识形态。那个八国联军里头不是也包括德国了？八国联军有德国。那么多，不会变成这八国，不管变哪个。德国、意大利、日本、西班牙、奥地利、美国、法国、英国、美、英、德、意、日、澳、匈、匈牙利、匈牙利吧。还有短的，就有西班牙的是吧？有西班牙，我觉得是。啊，不那时候西班牙、葡萄牙这样都来中国了。那时候西班牙、葡萄牙不是一个在这，一个是澳门，一个香港。那第一个印象吧，就是在二战以后，俩这个态度比较诚恳，这是一个。八哥也说了，这个不是已经说过了？然后这个什么严谨啊，要我现在就听了你的描述和平常这个了解。这个德国这个严谨，这个和每个国家都有个名片的。德国这个严谨也只是个国家这个名片，在某些行业、某些领域可能严谨过。叫刻板印象嘛。但是现在到底是不是还是那么严谨啊？就不一定就是那么严谨了。他也和在中国人一样，有严谨的人，但是也有大大咧咧的人。他们的严谨可能主要是体现在就是说那种工业上、工业制造上面，日常生活中
然后还有一个印象，我觉得德国这个，不说是什么意识形态啊，我觉得德国、法国、英国、美国这几个国家，就是最后那个统一个意识形态，什么时候其实都是联盟。然后呢，人家有什么矛盾，对我的感觉，比如德国和美国的矛盾，只是一个暂时性的矛盾，大方向人家都是始终站在一条线上的。一有什么大事，这几个国家根本就联合起来了，包括英国、法国、德国，包括美国。那些冤情不一定清理，也不一定是在一起的。都是一个共同的，所以俄罗斯的地位也很尴尬嘛。那个意识形态上又有点西方，但是地理位置上又是东方。然后其他的德国这个印象啊，什么长相呀、啊，德国人啊，或者什么回事，都包括这个德国人。我觉得这个世界上这些国家这个人就没有一个统一的标准。就是你能想到啥？就比如我刚把我爸刚不是说想到马克思，想到希特，那我还想到城堡嘞，德国的城堡。城堡不光是德国有。但我感觉德国的城堡多，像英国呀、啊，每个国家都有它为自己国家捍卫主权的民族英雄的，都有自己的铁腕政治英雄。你看德国现在的俾斯麦吧，还有这个德国是叫什么来？拿破仑，也是法国的拿破仑。看来我对法国和德国都不了解。你不是去德国嘞？是啊，我就去德国嘞、但是那个德国那个门上的那不是拿破仑来人？那是法国的凯旋门，拿开走。自己咬到对了。那个只能吃。啊，我自己咬。谁吃多少自己咬。共产党最爽呀，就是在德国大城市转的。共产党是啊，就是马克思、恩格斯，还有马克思的妻子燕妮。还有恩格斯的妻子叫啥来？忘了叫啥了。那就是，那到哪里？那边是啥？到了吗？到了吗？到了吗？1678。到了。还少一个是吗？有导航。够了吧？拿这底下垫个东西。到齐了。是皮有点厚。